Passiert hier, dass man da aus so einem Bild plötzlich kleine Handlungen sieht. Das hat man auch vor der Wundertrommel erfunden. Da seht ihr hier irgendwas abstrakt ist, keine Ahnung, was das ist. Ne? Also es sind viele Bilder im Trickfilm zu machen oder vorhanden, die dann sich leicht unterscheiden und durch die leichten Unterschiede entsteht dann sozusagen eine Bewegung. Und hier ist auch so ein Gerät, da sind auch wieder Schlitze. Ja? Auch weil durch diese Schlitze muss man auch wieder durchgucken. Schreibwerkspielern, die sozusagen so Zoetropen wachsen, muss man sehen. Das liegt daran, also das Bild Nummer 1 ist rechts und dann geht die Bewegung los, 15 Bilder lang. Ja, da muss man ganz nah hingucken. Das ist der Unterschied, hier sieht man die Bilder scharf. Ja? Warum habe ich mich gerade so beobachtet? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du beobachtet wirst. Man kann es nicht sehen. Also auch wieder schrittweise testen, ob das alles so in Ordnung ist. Ja? Machst du erstmal nur den dicken Kerl auf der einen Seite und dann schaust du dir das nochmal an. Der war der Schwarze. Der muss hier sein, ja? Weiter schon drehen, ja? Du kannst den von mir aus auch jetzt als Layout nehmen. Du kannst ausschneiden, kannst es verdrehen und dann machst du nochmal einen neuen Streifen, wo du es nochmal richtig machst. Das ist jetzt erstmal nur der Lernprozess, ja? Also die Klopapierrolle fliegt nicht so, wenn ich diese Drehung mache, fliegt sie nicht plötzlich hier in die Richtung. Mist. Denn, wie das mit der Flugkraft ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kreisdrehung habe, dann fliegt der Gegenstand, der dann von mir wegfliegt, den ich dann loslasse, nicht in die von mir weg, sondern der nimmt auch nochmal die Kreisbewegung auf. Also wenn ich mich jetzt so drehe, fliegt das in die Richtung, ja? Fliegt die Klopapierrolle hier in die Richtung. Boah, wie böse du gucken kannst. Komm, ein Lächeln. Die Idee ist, dass man hier dann so ein Papier drauflegt und dann meinetwegen mit Nadeln was macht. Ihr könnt aber erstmal auch vortesten, mit Bleistift erstmal was zeichnen und austesten und dann später mit Reißzwecken, das ist jetzt etwas, was zum Einschnitt gedacht ist. Ja. Da könnt ihr erstmal experimentieren. Da könnt ihr ja vor allem korrigieren, könnt wieder umstecken und mal ein bisschen ausprobieren, was man mit den Sachen machen kann. Ja. Also Büroklammern, Reißzwecken und Nadel habe ich alles da, kann ich alles rausholen. Ja. Also ich benutze hier Papier, Knete und Kork. Und ich will die Bewegung erzeugen, dass dieses Schleimmonster die Knete nach oben wandert und diese dann auf diese Seite abflacht durch das Gewicht. Hier, da bist du ganz rechts, ja? Da nicht.
Eigentlich musst du hier ganz rechts sein mit der Figur. Ja? Da gehst du schon wieder zurück. Okay, also ich benutze hier gerade Stecknadel, um einen Farbverlauf zu erstellen und es sollte dann so wabern durch das Bild laufen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Aber letztendlich stecke ich einfach gerade Stecknadeln auf eine Styroporplatte oder auf eine Korkplatte. Mit verschiedenen Musikinstrumenten und hier sehen wir deine Animation, ne? Und du suchst jetzt am besten mit diesem Programm das passende Musikinstrument dazu aus. Ja? Und da hast du jetzt also ganz viel zur Verfügung und kannst dir einzelne Spuren und Instrumente eben anmachen und kannst mal vergleichen, ob das gut zu deiner Animation passt. Kann auch was lustig sein, also Blechblasinstrumente, Posaune und so weiter, die sind lustig und so weiter. Ne? Die haben halt oft so eine Aussage, so ein Instrument. Ne? Das stellt vielleicht einen dicken Menschen dar. Oder es ist eben so was Filigranes, was Dünnes, was Weibliches, was Männliches. Also du drückst mit Instrumenten doch ganz viel aus. Ne? Und das wirst du vielleicht auch merken, wenn du das zusammen siehst mit deiner Animation, was das für einen Effekt erzielt. Ne? Irgendwie ist da was nicht ganz... Okay, wir holen euch gleich nochmal, wenn Alexander das nochmal genau gecheckt hat.